Mit großem Erfolg kommt auch große Verantwortung und noch größere Idioten, die alle ein paar Krümel von deinem geilen Gangsterkuchen abhaben wollen. Wir haben deshalb die absurdesten Gerichtsverfahren und Klagen gesammelt, mit denen sich Rockstar Games über die Jahre rumschlagen musste. Einer dieser Fälle ist sogar, leider gar nicht mal so gut, mit Daniel Radcliffe aka Harry Potter als Chef von Rockstar und Bill Paxton, bekannt aus Titanic, Aliens und Terminator, als fieser Anwalt verfilmt worden. Und für diesen Film wiederum hat Rockstar Games die Macher verklagt. Bühne frei also für eine Show, bei der wir oft sagen würden, dass der Drehbuchautor es jetzt aber ganz schön übertrieben hat, wenn's keine realen Stories wären. Es gehört schon eine gehörige Portion Selbstüberschätzung oder zumindest Unverfrorenheit dazu, um sich selbst in einer Figur in einer der populärsten Spielereien der Welt wiederzuerkennen. Aber ohne zu viel verraten zu wollen, das ist einer der häufigsten Klagegründe gegen Rockstar Games, wie ihr noch sehen werdet. Und wie immer geht es um viel, viel Geld. Denn Karen Gravano wollte 40 Millionen Dollar dafür, dass sie angeblich die reale Vorlage für Antonia Bottina in GTA 5 gewesen sein soll. Und diese 40 Millionen Dollar sind ein sehr, sehr merkwürdiger Betrag, denn laut Klageschrift soll die Storyline von GTA 5 ihr Ansehen in einer Art und Weise geschädigt haben, die auch durch eine Geldentschädigung nicht kompensiert werden kann. Aber vielleicht können die 40 Millionen Dollar ihr Leid ja wenigstens ein bisschen lindern. Rockstar argumentierte allerdings, dass vorherige Gerichtsverfahren bereits bewiesen hätten, dass Lebensgeschichten kein gesetzlich geschütztes Konzept sind. Eine Firma, die ein fiktionales Werk produziert, kann deshalb also nicht verklagt werden, nur weil die tatsächlichen Erlebnisse irgendeiner lebenden Person den gezeigten Ereignissen in irgendeiner Art und Weise ähneln. Und das tun sie tatsächlich, die Ähnlichkeit ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Denn Gravano ist eine der Hauptfiguren in der amerikanischen Reality-Show Mob Wives, in deren Mittelpunkt Frauen stehen, deren Männer wegen ihrer Verbindung zur Mafia im Gefängnis sitzen. Und in GTA 5 wird dem fraglichen Charakter vom eigenen Vater verboten, in der TV-Show Wise Bitches mitzuspielen, bei der es sich offensichtlich um eine Satire auf Mob Wives handelt. Und weil weder Satiren noch Parodien noch Karikaturen rechtlich irgendwie problemlos belangbar sind, wurde diese Klage abgewiesen. Tragikomische Pointe der ganzen Klage: Rockstar Games zitierte auch ein schriftliches Statement eines Freundes von Gravano, aus dem hervorging, dass der GTA-Charakter allenfalls eine dünnere Version von Gravano darstellt. Autsch. Die Pinkerton-Detektei spielt eine relevante Rolle in Red Dead Redemption 2 und davon wollten deren Besitzer natürlich auch profitieren und verlangten eine finanzielle Beteiligung am Erfolg von Rockstars neuestem Western-Spiel. Immerhin würde der gute Ruf und das Ansehen der Pinkerton-Detektei durch die Darstellung in Red Dead 2 als gewalttätige Bösewichte leiden und dafür müsse man natürlich kompensiert werden. Denn 1999 wurde die Pinkerton-Detektei von dem schwedischen Sicherheitskonzern Securitas AB übernommen und die Firma kennt ihr vielleicht, weil ihre Mitarbeiter zahlreiche Geldtransporte absichern, vielleicht klingelt's ja spätestens, wenn wir euch deren Logo mal zeigen. Die Klage wurde allerdings zurückgezogen, weil die Argumentation von Rockstar Games ebenso simpel wie einleuchtend war. Red Dead Redemption 2 ist ein fiktives Werk, das im späten 18. Jahrhundert spielt und sich auf historische Personen bezieht, die zu dieser Zeit aktiv waren. Die größte Erkenntnis bei dieser Klage ist aber wohl, ach, diese Pinkerton Agency gibt's wirklich, also einen größeren Publicity Boost kann's ja wohl kaum geben. Und dann klagen diese undankbaren Detektive auch noch. Rockstar Games, also wenn ihr dieses Video seht, wir würden definitiv niemals klagen, wenn ihr Dr. Freud in Grand Theft Auto 6 oder Red Dead Redemption 3 einbaut. Ihr dürft uns sogar in Table Tennis 2 einbauen, als Tischtennisbälle. Und wenn ihr das nicht macht, dann verklagen wir euch. Aber nehmt das jetzt bitte nicht persönlich, wir brauchen einfach mehr Material für die nächsten Top 10 Klagen gegen Rockstar Games. Obwohl, da sorgt ihr mit GTA 6 wahrscheinlich schon irgendwie selbst für. Daumen hoch übrigens an dieser Stelle, wenn ihr uns in dem Spiel sehen wollt. Jetzt wird's persönlich, denn Rockstar Games wurde auch schon von einem der eigenen Mitarbeiter verklagt und zwar von niemand geringerem als dem ehemaligen Präsidenten von Rockstar North. Dabei war die Trennung zwischen ihm und Rockstar Games als einvernehmliche Entscheidung bezeichnet worden, zumindest in der Kommunikation nach außen. Aber in seiner Klage schildert Benzies alles ganz anders. Seiner Auffassung nach hätten ihn die Brüder Dan und Sam, also die beiden Masterminds hinter dem Erfolg von Rockstar Games, aus dem Unternehmen gedrängt, damit sie ihm nicht die ausstehende Gewinnbeteiligung von immerhin 150 Millionen Dollar zahlen müssen. Blöd nur, dass nirgends vereinbart war, dass ihm diese 150 Millionen Dollar auch wirklich zustehen. Und in der Gegenklage von Rockstar Games steht, dass Benzies das Unternehmen ohne Grund verlassen und Vertragsbruch begangen habe. Und weil finanzielle Streitigkeiten immer deutlich komplizierter sind und wir euch jetzt nicht mit Begriffen wie Fiduziarität langweilen wollen, die übrigens eine große Rolle in den Gerichtsakten spielen, nur noch so viel dazu. Der oberste Gerichtshof in New York hat die Klage abgewiesen, allerdings soll Benzies zumindest eine Abfindung erhalten haben. Deren konkrete Höhe ist zwar nicht bekannt, die wird allerdings höchstwahrscheinlich weit unter 150 Millionen Dollar liegen.
150 Millionen Dollar? Ha, über solche lächerlichen Kleinbeträge lacht Michael Jack Washington doch nur. Wer das sein soll? Naja, allein, dass ihr euch diese Frage stellt, zeigt ja schon, dass Michael Jack Washington seine Klage gegen Rockstar Games verloren hat. Dabei basiert laut seiner eigenen Aussage der Charakter Carl C.J. Johnson in GTA Vice City komplett auf ihm. Und dafür wollte Washington die obszöne Summe von nicht 150, sondern 250 Millionen Dollar haben. Allerdings hat er irgendwie 6 Jahre lang gebraucht, um das zu merken, und anscheinend hat ihn auch niemals irgendwer in der Zwischenzeit drauf angesprochen, sodass ihm allein schon daran hätte auffallen müssen, dass er vielleicht doch nicht die Vorlage für diesen Charakter war. Aber hey, warum nicht einfach mal 6 Jahre nach Release noch eine Klage einreichen? Laut Washington hatte er übrigens 2003 ein Treffen mit Rockstar Games, wo er über sein Leben erzählte, unter anderem auch davon, wie er als Teenager mit seiner Gang auf Fahrrädern rumfuhr. Und das hat ja wirklich noch nie irgendjemand anders mal in seinem Leben gemacht. Trotz dieses Knallerbeweises wurde die Klage aber, ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, abgewiesen. Aber immerhin war Michael Jack Washington durch seine Klage auch mal kurz richtig berühmt, denn seine Behauptung, dass er der Background-Sänger von Cypress Hill gewesen sei, ist auch erstunken und erlogen, so wie die Band selbst auf Facebook klarstellte. 2013 klagte Lindsay Lohan gegen Rockstar Games, weil sie der festen Überzeugung war, dass der Charakter Lacey Jonas in GTA 5 ihr zu ähnlich sehen würde. Außerdem war Lohan auch generell mit der Darstellung dieses Charakters unzufrieden, da Jonas im Spiel unter anderem von einer Polizistin verhaftet wurde und in einem Bikini für ein Selfie posiert. Das Gericht in New York lehnte diese Klage allerdings einstimmig ab und entschied, dass die Darstellung durch Rockstar Games nicht mehr als ein kultureller Kommentar sei und Lohan durch diese Darstellung darüber hinaus auch keinerlei Schaden genommen hätte. Stattdessen hätte GTA 5 nur eine generische Frau in ihren 20ern dargestellt, die keine direkte Verbindung zu Lohan aufweist. Konkret sagt das Gericht übrigens, die Beschwerde wurde konkreterweise abgelehnt, weil die künstlerische Darstellung eine unkonkrete, satirische Repräsentation des Stils, Looks und der Persönlichkeit einer modernen Jungfrau ist, die an den Strand geht, was sich nicht begründeterweise der Klägerin zuordnen lässt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals eine subtilere Beleidigung gehört habe als generische Frau in ihren 20ern. Jack Thompson ist ein ehemaliger US-Rechtsanwalt, der inzwischen bei Wikipedia die Bezeichnung Aktivist bekommen hat. Und das bringt's auch ganz gut auf den Punkt. Denn Thompson steigert sich immer und immer wieder in derart grotesken Aktivismus hinein, dass man nicht mehr weiß, ob man lachen, weinen oder einfach nur Mitleid haben soll. Videospiele sind dabei sein beliebtestes Ziel. Selbst der völlig harmlose Microsoft Flight Simulator bekam schon seinen heiligen Zorn zu spüren. Denn für Thompson handelt es sich hierbei glasklar um ein Trainingsprogramm für Terroristen. Spätestens aber, als Thompson den inzwischen legendären Satz "Guns don't kill people, video games do" losgelassen hat, waren alle Sympathien für ihn wie fortgeblasen. Thompsons erklärter Erzfeind waren, ihr habt's wahrscheinlich schon erraten, Rockstar Games, gegen die er immer und immer wieder ins Feld zog. 2015 wurde sein Wahn dann sogar, ich hab's ja vorhin im Intro schon erzählt, mit Daniel Radcliffe und Bill Paxton verfilmt. Denn Thompson ging sogar so weit, dass er versuchte, die Familien von Mordopfern für seine Zwecke einzuspannen, damit sie die Macher von GTA für den Tod ihrer Angehörigen beschuldigen. Gegen die Verfilmung reichte Rockstar Games vorsorglich Klage ein, um laut eigener Aussage sicherzustellen, dass keine Markenzeichen missbraucht werden, wenn die Filmemacher eine inoffizielle Darstellung von angeblichen Ereignissen im Zusammenhang mit Rockstar Games anstreben. Leider ist der The Game Changers getaufte Film auch eher ein Beispiel dafür, wie man solche Themen nicht medial aufbereiten sollte, weil permanent ein leicht verwunderter Unterton mitschwingt, warum Videospiele überhaupt so eine kulturelle Relevanz aufbauen konnten. Schade eigentlich, denn immerhin war der Regisseur auch für mehrere Folgen von Black Mirror verantwortlich. Nach der Veröffentlichung kommentierte Rockstar Games übrigens, was dieser wahllos erfundene Quatsch überhaupt soll. Ein US-Gericht sah es dann übrigens als erwiesen an, dass Thompson mit seinen ganzen Klagen in erster Linie auf sich selbst aufmerksam machen wollte und empfahl ihm für 10 Jahre die Lizenz als Anwalt zu entziehen. Und das passierte dann auch in 2008, aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, stand Thompson 2018 wieder auf der Matte, um weiter gegen Videospiele zu wettern. Manche lernen es halt nie. Im Zeitalter von Cyberpunk 2077 und anderen legendären Release-Verschiebungen klingt die folgende Klage noch absurder, als sie es schon damals war. Die beiden ganz armen Würstchen Christopher Bengston und Bruce McMahon haben 2013 Klage gegen Rockstar Games wegen irreführender und falscher Werbung für GTA Online eingereicht. Das unglaubliche Verbrechen, das Rockstar Games vorgeworfen wurde? Statt am 17. September wurde das Spiel erst am 1. Oktober 2013 veröffentlicht. Eine Verzögerung von gigantischen 2 Wochen, also da wäre die Todesstrafe ja wohl das Mindeste. Die offizielle Klageschrift stützte sich übrigens auf die Aussage auf der Verpackung des Spiels, dass der Zugang zu GTA Online sofort beim Kauf des Spiels möglich wäre. Allerdings hatten sie dabei wohl übersehen, dass es auf der Verpackung auch Hinweise gab, dass eventuell nicht jeder Spieler sofort alle Spielfeatures nutzen könnte, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das Ganze wurde natürlich abgewiesen, aber wie grotesk ist bitte allein die Tatsache, dass da wirklich 2 Typen den Aufwand betrieben haben, eine Klage einzureichen. Also wer solche Fans hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr.
Wir kommen zu Platz 1 des Rankings und Leute, ernst gemeinter Rat, schnallt euch an, denn jetzt wird's richtig abgefahren. Jonathan Lee Riches hat Rockstar Games verklagt, weil er durch GTA zum Identitätsdiebstahl angestiftet wurde. Und uns ist zwar neu, dass das Spiel eigentlich Grand Identity Theft heißt, aber damit noch nicht genug. Denn GTA hat ihn nicht nur angestiftet, sondern bringt ihn auch noch hinter Gittern in Lebensgefahr. Kurzes Zitat an dieser Stelle: Ich befinde mich im Gefängnis in unmittelbarer Bedrohung durch gewalttätige Mithäftlinge, die GTA gespielt haben und mich deshalb umhauen und mein goldenes Jesuskreuz stehlen wollen. Und ihr denkt, absurder wird's in dem Fall nicht mehr? Tja, da habt ihr die Rechnung ohne Jonathan Lee Riches gemacht, denn der hat auch noch Steve Jobs, den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Britney Spears verklagt. Denn irgendjemand muss ja daran schuld sein, dass er im Knast sitzt. Er jedenfalls ganz bestimmt nicht. Insgesamt hat Riches gegen über 2600 verschiedene Personen geklagt, darunter übrigens auch das Guinness-Buch der Weltrekorde, damit er dort nicht als das prozessfreudigste Individuum aller Zeiten landet. Die Anwälte vom Guinness-Buch teilten umgehend mit, dass sie niemals geplant hätten, das überhaupt zu tun, aber hey, warum nicht einfach mal vorbeugend klagen? Und damit diese absurde Story noch absurder wurde, die Identität, die sich Riches für seine Betrugsversuche aneignete, war die Identität des Onkels von Adam Lanzer. Das ist der Typ, der 2012 an der Sandy Hook Elementary School 27 Menschen und sich selbst getötet hat. Und davon der Onkel. Ach ja, für einen der größten Betrugsfälle aller Zeiten wollte Riches auch noch verantwortlich sein. Den Betrüger Bernie Madoff, der über 50 Milliarden Euro ergaunert haben soll, will Riches auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt haben und ihm alles über Betrug beigebracht haben, was er halt so weiß. Und ich merke jetzt gerade, dass Riches genug Material für eine eigene Top 10 abgeben würde, denn als Entlastungszeugen bei seinen ganzen Klagen benannte er unter anderem den Eiffelturm, Nostradamus, den Garten Eden, alle Überlebenden des Holocausts und einen rund 3.500 Kilometer langen Wanderweg durch Amerika. Alter. Und nach all dem Schwachsinn jetzt mal ganz kurz, ganz ernst, welche Klage gegen ein Game würdet ihr denn einreichen und warum eigentlich? Ab damit in die Kommentare, euer Ehren. Und falls euch so spontan nichts einfällt, dann könnt ihr eure Entscheidung natürlich auch gern vertagen. In der Zwischenzeit lasst da einfach einen Daumen und ein Abo da oder guckt euch ein anderes Video an, wie immer hier irgendwo verlinkt. Von mir heißt es jetzt nur noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.